sind bei der Gamescom auf dem Stand der Bundeswehr. Und da würde ich hier einmal kurz bitten, sich vorzustellen. Und dann fangen wir mal mit den Fragen an, mit dem Interview. Gerne, mein Name ist Janine Dreger. Okay, und Ihre Funktion hier ist gerade, also Sie sind jetzt ja nicht in der Uniform gekleidet. Ja, so ist es. Ich bin nicht in der Uniform gekleidet, weil ich gar keine Uniform habe. Ich bin nämlich Beamte bei der Bundeswehr, das heißt zivil bei der Bundeswehr angestellt. Ich habe da ein Studium gemacht bei der Bundeswehr und bin danach auch dabei geblieben. Ich war erst im Rechnungswesen tätig, über 5 Jahre. Und danach bin ich in den Bereich Personalgewinnung und Öffentlichkeitsarbeit gewechselt. Und da mache ich jetzt auch heute meinen Job. Okay. Und jetzt ist es ja, also die Bundeswehr auf der Gamescom. Das ist ja schon seit einigen Jahren so, ja, nicht so ein bisschen oder nicht nur relativ, sondern es ist ja ziemlich umstritten. Nehmen Sie das auch wahr? Also äußert sich das hier irgendwie? Die Besucher nehmen uns positiv wahr. Wir kriegen viel positives Feedback. Wir sehen, dass die Besucher auf unseren Stand kommen, sich die Exponate anschauen, auch das Gespräch suchen, auch sehr aktiv schon konkrete Fragen stellen. Wir hören das natürlich in der Presse auch immer wieder und nehmen das wahr, dass es vielleicht kritisch gesehen wird, haben deshalb mit der Messeleitung hier aus Köln auch die Vereinbarung getroffen, dass wir nicht in irgendeiner Halle stehen, sondern eben in der Halle 10. Wir sind also nicht neben den Spielen und neben den Entwicklern, sondern wir sind hier in der Halle 10, die auch einen Family-Bereich hat, aber wir sind im Bereich Entertainment. Die Halle ist zweigeteilt, in Family und in Entertainment. Okay. Jetzt ist es ja, also wie sehen Sie Ihre Rolle hier? Also wie sieht die Rolle, wie sieht die Bundeswehr sich hier auf der Gamescom? Was versucht man hier nicht zu erreichen, aber wen versucht man hier anzusprechen und für was? Ja, auf dieser Messe sind immer sehr viele junge Leute zu erwarten und vor allen Dingen auch sehr IT-interessierte junge Leute. Und wenn diese Leute zu uns kommen, diese Besucher, dann das Gespräch oder die kommen eben konkret von sich aus auf uns zu und stellen uns Fragen. Und in diesem Gespräch kann man dann sehr individuell ja auch feststellen, ob die Interesse haben an der Bundeswehr, welche Fragen haben sie. Wir können dann von unserer Seite auch fragen, ob sie sich entsprechend flexibel und teamfähig halten. Manchmal gibt es auch Fragen zum Auftrag der Bundeswehr. Manchmal geht es einfach nur um die Frage, ob das echte Soldaten hier am Stand sind. Und ja, es sind alles echte Soldaten und echte Angestellte der Bundeswehr. Also ein bunter Strauß an Fragen, den wir hier gestellt bekommen. Und da antworten wir gern und informieren über die Bundeswehr. Okay. Also die Bundeswehr tritt hier quasi als potenzieller Arbeitgeber auf und Ausbilder. So ist es. Personalgewinnung und Öffentlichkeitsarbeit. Wir sind einer der größten Arbeitgeber Deutschlands. Haben den Wunsch, sehr viel IT-Personal einzustellen, nicht nur, aber auch. Und diese Messe bietet ja den Schwerpunkt IT. Und da haben wir uns gedacht, dass wir uns auch hier zeigen. Wir sind schon viele Jahre hier auf der Gamescom mit als Aussteller, haben auch mit unseren Exponaten den Schwerpunkt auf IT gesetzt. Ja, und dahin zielen dann auch meistens die Fragen der Besucher. Wie hat sich denn das Abschaffen der Wehrpflicht ausgewirkt auf, ich sag mal, auf den Stellenmarkt der Bundeswehr? Ja, das ist ja jetzt schon 5 Jahre her. Natürlich hat sich das ausgewirkt. Die Personalgewinnung hat sich entsprechend angepasst. Wir sind jetzt nicht mehr ganz so fest in der Gesellschaft verankert, weil nicht unbedingt jeder einen Onkel, einen Cousin, einen Bruder hat, der bei der Bundeswehr ist, weil er eben dient mit seiner Wehrpflicht. Und deshalb sind wir vermehrt damit beauftragt, aufzutreten und uns zu zeigen, um unserer Informationspflicht auch nachzukommen und trotzdem immer noch die Gesellschaft über Auftrag und Aufgaben der Bundeswehr zu informieren. Okay, jetzt sagten Sie das ja vorhin schon, hier ist es sehr auf IT-Kräfte ausgelegt, beziehungsweise weil es ja hier auch technisch interessiert und versierte Menschen häufig hier unterwegs sind. Haben Sie da, wie hieß das nochmal? Das Projekt Digitale Kräfte, genau. Meinen Sie wahrscheinlich. Genau, das Projekt Digitale Kräfte. Erklären Sie das einmal. Ja, das Projekt Digitale Kräfte ist ein Anteil unserer Kampagne Mach, was wirklich zählt. Wir haben ja unser Design umgestellt. Wir hatten vorher unser Design meist in Blau und jetzt ist alles Polygon, also grün. Ein etwas abgewandeltes Muster des Flecktarnanzugs der Soldaten. Und dieser Anteil Digitale Kräfte soll halt vermehrt aufzeigen, dass wir ja auch viele Stellen im IT-Bereich zu vergeben haben. Okay.
Okay. Draußen habe ich einen Spruch gesehen, der sich nannte, also ein Werbeschild, Terrorismus wird nicht durch einen Like-Button bekämpft oder lässt sich nicht durch einen Like-Button verhindern. Irgendwie so. Sieht die Bundeswehr das zunehmend auch als eigene Aufgabe der IT-Streitkräfte, nennen wir es mal so, den internationalen Terrorismus oder den nationalen Terrorismus zu bekämpfen, oder ist das immer noch eine Sache der nationalen Geheimdienste? Also der Spruch heißt tatsächlich, dass man Terrorismus nicht mit dem Dislike-Button bekämpfen kann, dass es eben leider nicht so einfach ist, auch wenn wir uns das alle wünschen würden, und dass wir auch immer noch einen sehr großen Auftrag haben. Die Bundesministerin der Verteidigung, Frau von der Leyen, hat ja deshalb auch den Bereich Cyber schon angesprochen und gesagt, dass dort entsprechend Stellen geschaffen werden und ein Bereich geschaffen wird. Konkrete Fragen dazu würde ich Sie bitten, ans Ministerium zu richten. Ein Sprecher dort, ich vermittle da gerne den Kontakt, aber das ist ein Bereich, zu dem ich nicht sprechen darf. Was ist denn Cyberterrorismus? Was versteht man darunter oder was versteht die Bundeswehr unter Cyberterrorismus? Eine schwierige Frage. Wünschenswert wäre jetzt eine Definition, die ich einfach herunterrattern könnte. Da aber dieser Bereich nicht mein Metier ist, sondern mein Metier Personalgewinnung, Öffentlichkeitsarbeit und diese Messe hier ist, muss ich Sie da leider verweisen an das entsprechende Referat im Ministerium. Da gibt es Juristen, die sich damit beschäftigen, und ich werde Ihnen die Kontakte da gerne zukommen lassen. Okay, da bin ich gespannt. Und okay, wenn jetzt, also man wirbt ja hier schon mit Bekämpfung von Terrorismus, von Cyberterrorismus und so weiter. Sie sagten es ja gerade, die Ämter oder die zuständigen Stellen werden dafür aufgebaut. Wo wäre denn so ein Einsatzgebiet für die Terrorismusbekämpfung? Wir sind ja eine Parlamentsarmee und das heißt, dass die Bundeswehr nicht einfach das für sich alleine entscheidet, wo sie tätig ist, wo sie im Einsatz ist und wo nicht. Das heißt, das ist auch immer eine Frage für die Politik, für die Regierung. Okay, also das, wenn ich das jetzt richtig verstehe, das Gebiet ist quasi noch gar nicht abgesteckt, beziehungsweise man weiß noch gar nicht, wo man im Einsatz sein würde. Die Frage ist ja, wo genau passiert es, was konkret passiert dann? Jetzt so abstrakt das alles zu beantworten, ist dann doch sehr schwierig. Okay, wenn jetzt in Gelsenkirchen ein Kraftwerk ausfallen würde, durch einen cyberterroristischen Anschlag, würde dann die Bundeswehr tätig werden und würde die Bundeswehr dann quasi im Inneren tätig werden? Derzeit ist es so, dass die Bundeswehr nur einen sehr begrenzten Spielraum hat, ob sie im Inneren tätig werden darf oder nicht. In unserer Verfassung ist es stark abgegrenzt, wann die Bundeswehr im Inneren tätig werden darf. Zum Beispiel darf sie Amtshilfe leisten, wenn das erwünscht ist, dass man dieses Spektrum erweitert und es über die Amtshilfe hinausgehen soll, dann wäre eine Verfassungsänderung notwendig und dafür müsste wiederum das Parlament bemüht werden. Okay. Jetzt sagten Sie vorhin, Sie hätten hier auch schon einige IT-Soldaten. Jetzt bin ich selber, ich bin Fachinformatiker für Systemintegration und wahrscheinlich kein IT-Soldat. Was ist denn eigentlich so ein IT-Soldat? Oder fragen wir es mal ein bisschen anders mit den Worten von Ursula von der Leyen. Was ist denn so ein Cyber-Soldat oder noch neumodischer Cyber-Warrior? Das sind Soldaten, die angestellt sind in dem IT-Bereich der Bundeswehr. Das ist ein sehr großer Bereich. Da sind viele Stellen zu vergeben, aber auch einige Stellen sind natürlich auch jetzt schon besetzt. Also Soldaten, die auch eine Fachausbildung haben, so wie Sie, oder auch in anderen Fachbereichen eine Ausbildung, ein Studium in diesem Bereich auch tätig sind. Wir bieten diese Ausbildung, das Studium selber an. Es gibt auch einen zivilen Bereich, der das anbietet, also auch die Beamtenlaufbahn. Auch da ist ein Studium oder eine Ausbildung, eine Berufsausbildung möglich. Aber auch jemand, der ein fertiges Studium oder eine fertige Ausbildung hat, so wie Sie, kann dann quer Einstieg als IT-Soldat machen. Okay, was haben Sie denn hier jetzt so gerade ein bisschen ausgestellt? Also ich glaube, wir werden die Kamera nicht schwenken können, aber was haben Sie... Wir sind hier in so einem Zelt, das hatten Sie, beschreiben Sie einfach mal. Ja, das ist ein luftgestütztes Zelt, das heißt, es wurde hierher gebracht in einem relativ kleinen Paket und wurde dann tatsächlich aufgepumpt und aufgebaut. 6 bis 8 Soldaten waren dabei und haben das denn hier eingerichtet. Alles hat auf einen LKW gepasst, da waren dann verschiedene Kisten und Paletten drauf, in dem das Equipment dann war, was hier drin steht. Hier sind dezentrale Serverelemente aufgebaut, ein Beamer sieht man hier hinter uns. Also viel IT, nur meistens IT, die auch gesichert ist, weil sie ja transportiert wird, auch in die Auslandseinsätze, auch dort werden Netzwerke aufgebaut und dann ist das meistens alles etwas umfangreicher verpasst. Das ist dann nicht so ganz dünn wie ein Laptop, sondern ist ein Laptop, in dem noch eine Hülle drumherum ist oder die Serverelemente
sind in sehr schweren Kisten, die dann auch ruck- und stoßfest sind. Aber im Prinzip ist es das, was man auch kennt. Das sind Netzwerke, die aufgebaut werden. Das sind Funkanlagen, Telefonnetze, Internetleitungen. Sowas. Also nicht, wie man sich das jetzt immer vielleicht vorstellen mag, wenn man das Wort Soldat auch hört, nicht auf Verteidigung und Angriff, sondern einfach nur auf, wir haben jetzt unsere Infrastruktur, damit wir agieren können. Die Soldaten, die hier im IT-Bereich arbeiten, haben auch eine Grundausbildung. Die machen alle Soldaten, egal ob sie jetzt im IT-Bereich sind, bei Heer, Luftwaffe oder Marine. Damit fängt jeder an. Aber jeder spezialisiert sich dann auch auf seinen Bereich und ist dann hier auch manchmal im Büro tätig. Also ein Soldat, der in seiner Uniform sitzt, aber der eben im Büro am Server arbeitet. Okay. Jetzt sind wir hier noch auf der Gamescom und jetzt, wenn ich so einfach mal über meinen Blick über den Stand schweifen lasse, dann sehe ich schon, dass er ziemlich voll ist, dass er wirklich gut besucht ist. Was wird jetzt hier genau gemacht? Außer dem Ausstellen der Tätigkeiten der Bundeswehr werden hier auch schon, ich sag mal, Arbeitsverträge unterschrieben oder was Konkreteres irgendwie gemacht. Also werden hier die Jugendlichen direkt, sagt man das, damals sagt man, glaube ich, erfasst oder so weiter. Oder was findet hier dann statt? Nein, eine Erfassung findet hier nicht statt. Hier kann kein Vertrag unterschrieben werden. Es geht darum, erste Informationen, erste Fragen zu beantworten. Das heißt, dass die meisten hierher kommen und solche ganz einfachen Fragen stellen. Es geht gar nicht darum, wann kann ich eingestellt werden, wann kann es losgehen, sondern es geht um solche einfachen Fragen wie, groß muss man sein? Gibt es eine Höchstaltersgrenze? Kann ich mit meinem konkreten Beruf, den der Einzelne dann mitbringt, sehr individuell also auch die Gespräche, kann ich damit einsteigen? Ist das brauchbar? In welchem Bereich kann ich einsteigen? Solche Fragen sind es oft, die wir hier beantworten. Und dann ist es natürlich immer wichtig, dass man sehr individuell das beantwortet, weil jeder hat ja seine eigenen Vorerfahrungen. Da sind Leute mit Berufserfahrung und ohne, Leute mit Studium, Schulabgänger, die erst in 2 Jahren ihre Ausbildung fertig haben. Unterschreiben kann hier konkret keiner. Hier ist nur erste Information, die gegeben werden. Okay. Dann nochmal vielleicht so eine Frage zum Schluss. Wir hatten das im Vorgespräch besprochen. Ich sagte es, ich habe die Bundeswehr bis jetzt immer nur auf der Gamescom gesehen, was mich ein bisschen stutzig macht. Aber Sie sagten, Sie sind auch noch auf anderen Messen, wo IT-Leute sind, beziehungsweise auch Jugendliche sind. Welche wären das zum Beispiel noch? Ja, wir waren zum Beispiel dieses Jahr schon auf der CeBIT in Hannover, die Hannover-Messe ebenfalls in Hannover. Auch auf solchen Messen sind wir. Es gibt dann aber auch Messen wie die Automechanika, Verbraucherausstellungen. Wir haben Ärztekongresse, da suchen wir natürlich keine ITler, sondern Ärzte und medizinisches Personal. Wir sind also auf verschiedenen Plattformen mit unserem Messestand. Okay, also nicht nur auf der Gamescom vertreten. So ist es. Okay, ja, dann bedanke ich mich und vielen Dank für das Interview. Gerne.